Am Ende dieses Tages ist es nun Zeit für dich, in einen erholsamen und gesunden Schlaf zu sinken. Genau das hast du dir jetzt verdient. Es gibt jetzt nichts mehr, was du tun musst. Es gibt auch kein richtig oder falsch. Ein gesunder und erholsamer Schlaf mit ganz vielen schönen Träumen steht dir zu. Möglicherweise sind in deinem Kopf noch ganz viele Gedanken. Gedanken, die wie wilde Äffchen in deinem Kopf hin und her springen. Aber all diese Gedanken sind jetzt in diesem Moment völlig unwichtig. Ich habe eine kleine Aufgabe für dich. Bitte denke jetzt nicht an einen Elefanten mit einem grünen Rüssel. Und bitte stell dir auch auf keinen Fall vor, dass dieser Elefant mit dem grünen Rüssel ein T-Shirt trägt mit der Aufschrift "Bitte lächeln". Das hat wahrscheinlich nicht funktioniert, oder? Sehr gut. Denn dann kannst du jetzt mal probieren, an ein schönes Ereignis vom zurückliegenden Tag zu denken. Ich bin mir sicher, dass es irgendeinen Moment an diesem Tag gab, der schön für dich war. Lass uns doch mal gemeinsam überlegen, was das gewesen sein könnte. Vielleicht war es ein schönes Lied, das du im Radio gehört hast. Du hattest einen schönen Nachmittag mit deinen Freunden. Du hast eine tolle Zensur in einem Test in der Schule bekommen. Oder du musstest beim Gedanken an den Elefanten mit dem grünen Rüssel lächeln. Wenn du etwas gefunden hast, dann konzentriere dich darauf. Warum war dieses Ereignis schön für dich? Was hat dieses Ereignis so besonders gemacht? Ich bin mir ganz sicher, dass du etwas findest. Atme einfach ruhig und gleichmäßig. Um deinen Atem besser spüren zu können, kannst du auch eine Hand auf deinen Bauch legen. Es ist aber auch nicht schlimm, wenn du jetzt keinen schönen Moment vom heutigen Tag in dein Gedächtnis rufen kannst. Wie gesagt, es gibt kein richtig oder falsch. Und wenn deine Augen jetzt noch nicht geschlossen sind, dann schließe sie doch einfach. Genieße einfach die Musik und versuche ruhig und entspannt zu atmen. Weißt du, was mir immer hilft, wenn ich nicht einschlafen kann? Zählen. Und zwar rückwärts zählen. Das macht mich immer richtig müde. Meine Lieblingszahl ist 338. 3, 3, 8. Wenn du möchtest, dann können wir ja gemeinsam rückwärts zählen. Ich fange einfach mal an. 338. 337. 336. 335, 334, 333, 332, 331, 330, 328. Was mir früher, als ich noch kleiner war, auch immer super geholfen hat, ist, wenn mir jemand eine Geschichte erzählt hat,
ich mir eine CD mit einem Hörspiel angehört habe, oder ich mir einfach meine eigene Fantasiegeschichte ausgedacht habe. Und soll ich dir was verraten? Das mache ich heute auch noch ab und zu. Und das macht mich auch immer richtig müde. Spüre nochmal deinen Atem. Ist er ruhig und gleichmäßig? Spürst du, wie deine Bauchdecke sich langsam hebt und senkt? Leicht, wie eine Feder? Und mit jedem Atemzug wirst du ruhiger und entspannter. Deine geschlossenen Augen werden nun auch immer müder. Schwerer und müder. Auch deine Gedanken werden nun müde. Mit jedem Atemzug von dir verlieren sie ihre Kraft und werden immer schwächer. Du kannst dir deine Gedanken auch wie viele kleine Wolken vorstellen, die vom Wind weggeblasen werden. Der Wind ist dein Atem. Mit jedem Atemzug ziehen die Wolken an dir vorbei, bis sie irgendwann ganz verschwinden. Stell dir nun vor, wie der Himmel vollkommen wolkenfrei ist und die Sonne ganz langsam untergeht. Während sie ganz langsam am Horizont verschwindet, wechselt sie ihre Farbe von einem strahlenden Gelb erst in ein kräftiges Orange und dann in ein warmes Rot. Dieses warme Rot mischt sich mit dem tiefblauen Himmel und mit jedem deiner Atemzüge verschwindet sie immer weiter, bis sie gar nicht mehr zu sehen ist. Am tiefblauen Himmel erscheinen die ersten Sterne. Erst nur ein paar ganz wenige, dann noch ein paar mehr, bis der ganze Himmel voller funkelnder und blinkender Sterne ist. Und zwischen diesen ganzen Sternen ist einer dabei, der sprechen kann. Am Anfang wunderst du dich noch darüber, aber du bist jetzt schon viel zu müde, um weiter darüber nachzudenken. Tatsächlich kannst du sogar hören, was er erzählt. Wusstest du übrigens, dass jeder Stern eine Aufgabe hat? Es gibt zum Beispiel einen Stern, der dafür sorgt, dass es dir immer gut geht, und der dir dabei hilft, ganz schnell wieder gesund zu werden, wenn du mal krank bist. Dieser Stern hat auch einen Freund, mit dem er sich auch ein bisschen die Arbeit teilt. Sein Name ist Felix. Felix bedeutet in der Sternensprache, aber auch bei uns auf der Erde, Glück. Felix ist nämlich ein Glücksstern. Ein Stern, der, wenn er richtig gut drauf ist, besonders hell leuchtet. Aber mein Lieblingsstern ist der, der jeden Abend wunderschöne Geschichten erzählt. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wie er heißt. Die anderen Sterne sagen, dass er sehr schüchtern ist und sich lieber hinter seinen Freunden versteckt. Deshalb leuchtet er auch nicht so hell wie die anderen und man sieht ihn sehr schlecht. Aber dafür kann man ihn sehr gut hören. Lass uns doch mal gemeinsam hören, welche Geschichte er heute erzählt. Vom Sandmännchen, das kündigen wollte. Es war einmal, ja, so fangen ja eigentlich alle Geschichten und Märchen an. Aber das, was ich dir heute erzähle, ist gar kein Märchen. Mehr eine Geschichte, ein Erlebnis, aber kein Märchen. Denn damit würde ich dem Unrecht tun, über den es in dieser Geschichte geht. Nämlich um das Sandmännchen. Die Bezeichnung Sandmännchen mag es, also er, nun überhaupt nicht, denn Simon Siegfried von Sand ist ein ausgewachsener Mann. Seit vielen, vielen Jahren sorgt er dafür, dass Kinder abends einschlafen können und auch schöne Träume haben. Aber seit einiger Zeit ist Simon Siegfried, er legt übrigens sehr viel Wert darauf, dass man ihn mit beiden Vornamen anspricht, also seit einiger Zeit ist Simon Siegfried sehr müde. Das ist natürlich für ein Sandmann nicht besonders gut.
Das wäre, als ob ein Pilot Angst vorm Fliegen hat oder ein Bäcker nicht weiß, wie man einen leckeren Kuchen zubereitet. Vor ein paar Tagen war Simon Siegfried von Sand unterwegs, um einem Kind beim Einschlafen zu helfen. Nun ist es ja so, dass man das Sandmännchen noch nie gesehen hat. Außer im Fernsehen vielleicht. Aber das sind nicht die echten Sandmännchen. Und es gibt ja auch nur eins, nämlich Simon Siegfried von Sand. Eine ganz besondere Eigenschaft vom Sandmann ist, dass er sich unsichtbar machen kann. Allerdings muss er sich dafür sehr konzentrieren. Bislang ist es immer gut gegangen, bis auf... Naja, dazu kommen wir gleich. Da fällt mir ein, dass Simon Siegfried die Bezeichnung Einschlafhelfer im Schichtdienst bevorzugt. Als Simon Siegfried nun bei dem Kind angekommen ist, was nicht einschlafen konnte, musste er feststellen, dass er sich völlig umsonst auf den Weg gemacht hat. Im Zimmer des kleinen Finn lief noch der Fernseher, auf dem Handy war noch die Spiele-App geöffnet und am Fußende des Betts lag ein Tablet, dessen Akku anzeigte, dass es bald aufgeladen werden müsste. Ein Blick in sein Traumphone verriet Simon Siegfried, dass Finn auch schon träumte und keinen Traumsand mehr benötigte. Und so ging es dem armen Sandmann immer öfter. Meistens kam er zu spät, weil die Kinder ganz müde vom vielen Fernsehen waren oder weil sie dann doch nochmal heimlich das Handy oder Tablet angemacht haben. Das ärgerte ihn schon sehr. Da also hier beim kleinen Finn nichts mehr zu tun war, steckte er Traumphone und Traumsandbeutel wieder in seine Arbeitstasche und wollte sich auf den Weg in sein Büro machen. In dem Moment, als er die Wohnungstür öffnen wollte, hörte er Schritte hinter sich. Er drehte sich um und sah ein kleines Mädchen, was gerade aus seinem Zimmer kam. Da Simon Siegfried aber unsichtbar war, störte ihn das nicht weiter, wobei er sich fragte, ob es gleich einen Einsatz für ihn geben würde. Den gab es wirklich, allerdings anders, als er sich das gedacht hatte. »Hallo, wer bist du denn?« Der Sandmann erschrak und drehte sich erneut um. Es war das kleine Mädchen. »Aber man kann mich doch nicht...« dachte er bei sich. Und bevor er den Gedanken zu Ende denken konnte, erschrak er erneut. Denn, verdammt, er war gar nicht unsichtbar. Wie konnte das nur passieren? Das ist ihm noch nie passiert. Oder vielleicht doch? Tausend Fragen verursachten ein regelrechtes Feuerwerk in seinem Kopf. Aber er kam nicht dazu, auch nur eine einzige zu beantworten, denn das kleine Mädchen fragte erneut. »Hallo, kannst du nicht sprechen oder warum antwortest du nicht?« Simon Siegfried räusperte sich und versuchte Haltung zu bewahren. »Guten Abend, ich bin Simon Siegfried von Sand.« Das Mädchen fing an zu kichern. »Wie heißt du? Simon Sand?« »Simon Siegfried von Sand«, berichtigte der Sandmann das Mädchen. »Dann bist du bestimmt das Sandmännchen, oder? Jetzt erkenne ich dich nämlich. Ich hab dich schon öfters gesehen. Hast du Lust, in mein Zimmer zu kommen?« Das war alles zu viel für Simon Siegfried. Nicht nur, dass man ihn sehen konnte, jetzt wurde er auch noch auf ein nächtliches Kaffeekränzchen in das Zimmer eines vierjährigen Mädchens eingeladen. Ohne sich zu verabschieden, ging er zur Tür hinaus und verschwand in der dunkelblauen Stille der Nacht. Simon Siegfried war richtig sauer. Wenn die Kinder ihn nicht mehr brauchten, dann will er nicht mehr als Sandmann arbeiten. Er hat auch schon seit 338 Jahren keinen Urlaub mehr gemacht. Und da er Autos so mag, könnte er sich auch vorstellen, als Autoverkäufer zu arbeiten. Vielleicht sogar Formel-1-Rennfahrer. Das war schon immer sein Traum. Auf dem Weg ins Büro überlegte er sich, wie er es nun seinem Chef, dem Obersandmann, erklären sollte, dass er kündigen möchte. Er war sich sicher, dass er nicht gerade Freudensprünge machen würde. Umso mehr Simon Siegfried aber darüber nachdachte, kamen doch Zweifel in ihm auf. Das Problem war ja, dass, wenn er jetzt seinen Job aufgibt, es keinen Nachfolger gibt. Sandmann ist kein anerkannter Ausbildungsberuf und nicht jeder ist auch wirklich dafür geeignet. Deshalb macht Simon Siegfried diesen Job auch schon so lange, also seit 338 Jahren.
Und bislang hat er diese Arbeit auch wirklich gerne gemacht. Er begann zu grübeln. Nur weil er jetzt etwas gestresst ist und dadurch natürlich auch vergessen hat, sich beim Unsichtbarmachen, sich richtig zu konzentrieren, kann er doch nicht einfach kündigen. Jeder hat mal schlechte Zeiten. Aber sein Chef sagt auch immer, dass nach jedem Tief wieder ein Hoch kommt. Das ist wie beim Wetter. Nach jedem Regen kommt auch irgendwann wieder Sonnenschein. Und nach dem Winter kommt der Frühling. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Das konnte er den Kindern auch wirklich nicht antun. Dabei musste Simon Siegfried an den kleinen Finn denken. Was ist, wenn er jetzt aufwacht und nicht weiter schlafen kann? Und er würde nicht Simon Siegfried von Sand heißen, wenn er jetzt nicht auf der Stelle umdrehen würde und der kleinen Schwester von Finn etwas Traumsand in die Augen streuen würde, damit sie ganz schnell wieder einschläft. Auf seinem Traumphone hat er nämlich gesehen, dass sie gerade davon geträumt hat, dass sie eine wunderschöne Prinzessin ist, die in einem Schloss aus rosa Zuckerwatte wohnt. »Reiß dich zusammen, die Kinder brauchen dich«, dachte Simon Siegfried so bei sich und machte sich wieder auf den Weg. Genau in diesem Augenblick zeigte ihm sein Traumphone auch schon an, dass der kleine Finn in wenigen Minuten wach wird und auch Johanna, die im selben Haus wohnt, braucht seine Hilfe. Auf dem Weg zu den Kindern musste er so darüber nachdenken, was sein Chef ihm immer wieder sagt. Wenn man sich regelmäßig entspannt und sich eine kleine Auszeit gönnt, klappt meist alles wieder fast wie von selbst. Auf jeden Fall wieder viel leichter als vorher. Und man schläft auch viel besser. Und genau diese Botschaft versteckt er auch immer wieder in den Traumsand, den er in die Augen der Kinder streut. Simon Siegfried fasste sich an den Kopf. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, dachte er. Und er war froh, dass er doch nicht gekündigt hat. Ich habe doch den besten Job der Welt. Was kann es Schöneres geben, als Kinder glücklich zu machen und ihnen schöne Träume zu schenken? Na, wie hat dir die Geschichte gefallen? Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin jetzt schon sehr müde. Ich kann kaum noch meine Augen offen halten. Wahrscheinlich schlafe ich gleich ein. Ich bin gespannt, was ich diese Nacht träume. Also, schlaf schön. Und ich wünsche dir auch ganz viele schöne Träume. Ich lasse einfach die Musik noch ein bisschen weiterlaufen, okay? Du kannst aber auch schon ausmachen und deine Kopfhörer abnehmen, wenn du welche aufhast. Ganz wie du möchtest. Und weißt du, was Walt Disney, der Erfinder von Mickey Mouse und Donald Duck, mal gesagt hat? Alles, was du träumen kannst, kannst du auch erreichen. Also, schlaf schön. Schlaf schön. Du kannst jetzt einschlafen. Schlaf schön. Alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du auch erreichen. Gute Nacht und schlaf schön.